So, und dann sind wir natürlich auch schon wieder am Auto hinter mir. Na, wie geht's da weiter? Ich muss erstmal, das ist ja eine angenehme Arbeitshöhe hier. Ich kann hier dann nämlich schön durchgreifen und die Serviceklappen rausdrücken. Die gibt es, Gott sei Dank, gibt es die mittlerweile auch als Ersatzteil. So. Dann sind die beiden schon mal raus. Dann brauche ich, es gibt zwei Halter. So, dann mache ich mal hier ein bisschen, dass man hier durchgucken kann. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hoffe ich ja immer, ne? Der erste Halter und aus dem Zubehörbeutel, der mit bei liegt, das ist nämlich dieser hier, ich habe den schon aufgemacht, das hier, da liegt alles drin. Und zwar brauchen wir diesen T-Adapter und erstmal nur eine ganz normale Schraube, denn der hier kommt hier rein, der Adapter kommt hier rauf. Normalerweise packe ich hier noch ein bisschen Klebeunterstützung hinzu, weil wenn wir das jetzt hier nicht auf hätten, dann wäre die Montage wirklich sehr, sehr schwer. Also ich habe es ja hier leicht, weil ich durchgreifen kann, das Radhaus nicht da ist und das alles kann ich hier ohne Probleme so ein bisschen per Hand anziehen. Das reicht dann auch schon. Na, der sitzt immer hier in dieser Nut drin. Das stimmt dann auch. Bewegung haben wir auch. So, konnte man das sehen? Ja, ne? Konnte man sehen. Dann gehen wir mal zur anderen Seite. Kann man hier auch reinschauen. Geht bestimmt. So, dann nehmen wir mal den Kabelsatz ein bisschen beiseite, dass er hoffentlich von der Optik her weniger stört. So, das ist schon mal gelungen. Und dann brauchen wir den nächsten Halter. Und ich brauche noch eine Schraube, die hoffentlich, jawohl, da ist sie, hier drin liegt. Tut sie aber. So. Und der ist auch sehr, sehr einfach anzubringen. Gibt ja nur eine Aufnahme dafür. Das Gewinde ist an der Karosserie. Da stecke ich jetzt einfach nur die Schraube rein und drehe das ein bisschen per Hand fest. So, der liegt nämlich auch hier unten drin und auf. Beide liegen so ein bisschen drin und auf. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Ich lasse euch mal ein bisschen runter gleich, damit man das besser sieht. Hoffe ich zumindest. So, wir haben beide Halter hier. Dann gehe ich mal nach hinten zur Steuerung. Nimm den mal beiseite, du stehst im Weg. Das ist auch nicht richtig. Also hier sieht es aus, als wenn ich hier arbeiten würde. So. Kann man noch gut sehen, ne? Der Vorteil ist, wenn wir diese beiden unteren da drauf haben, können wir den Frontbügel einfach nur hier draufsetzen. So, und der fällt uns nicht runter. Ich halte ihn ja jetzt gerade nicht fest. Ich bin ja jetzt nicht am Auto. Ihr seht das doch auch. Na, welche Richtung? Mal hier mal. So. Und jetzt. Jetzt erkläre ich euch, warum ich diese beiden Sachen erstmal montiere, weil ich kann jetzt hier den Frontbügel
oben drunter schieben. Wenn ich hier jetzt ein bisschen gegendrücke, dann tariert er sich aus. Und ich kann ihn hier schön sauber hinhalten, wie ich ihn brauche. Dass das wirklich sauber wird und auch mittig dann austariert wird. Dann hole ich mir mal einen Edding. Und kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Ich brauche jetzt 2 Montagepunkte. Mehr brauche ich nicht. So. Linke Seite, rechte Seite sitzt gut, passt auch da eine Bohrung. Da eine Bohrung. So. Für mehr brauche ich es nicht. An diesen 2 Bohrungen richtet sich dann alles aus. Ich lege jetzt mal den Frontbügel weg. Dann bringe ich euch dann näher ran. Ich nehme zur absoluten Sicherheit nochmal den kleinen hier, 3,7, und hier nochmal haut hin in der Höhe, Mitte, in der Höhe, Mitte, passt. Wunderbar. Also brauchen wir wieder meinen Spezialbohrer. Warum Spezialbohrer? Das werdet ihr auch gleich sehen. Schön einfach, wenn man es hat. Wenn man es nicht hat, ist doof. Rutschkupplung rausnehmen. Genau gucken. Ups. Voll durch, ne? So, ich muss euch ein bisschen beiseite stellen, damit ich besser bohren kann. Zwei schöne Löcher. Und diese Löcher sind 12 mm groß, weil das ist das Maximum, was dieser Kegelbohrer hat. Und genau diese 12 mm brauche ich auch. Ich nehme euch einmal, nee, ich nehme euch nicht mit. Ich demontiere jetzt einmal ganz kurz den Wasser- und Steinschlagschutz. Wenn ich den 13er Schlüssel gefunden habe, habe ich. So, und dann nehme ich die Schrauben aus dem Frontbügel wieder raus. Und zwar die oberen beiden, die ich nicht gefettet hatte. Man hört es, glaube ich. Geht aber auch relativ schnell. So. Das, was ich gerade sehe, ist, dass dieses Teil so ein kleiner Flitzebogen ist. Ne? Also guckt euch den ruhig an und dann drückt man einmal in die andere Richtung. Und dann geht er hier auch drauf. Da soll er hin. Mahlzeit. Ja. Wollen alle noch vor Ostern ihre Sachen haben. Jo, euer Chef war heute auch hier. Das ist der gute Mensch von DHL. Der holt nämlich gerade eure Pakete ab, wenn ihr bestellt habt. So, ich habe jetzt wieder eine Schraube. Und zwar hier, diese hier. Und hier bringen wir da jetzt
die Neopren-Einnietmutter gegen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Beide Seiten sind gleich. So. Und jetzt kann ich das hoffentlich hier so draufpacken. Das geht besser mit Werkzeug. Wo ist er? Habe ihn. Das ist auch ein sehr, sehr geniales Werkzeug. Das hier. Da sind so ein paar Klingen drin. Dann ist da der Schraubendreherkopf drin. Und ich nehme mal diese Klinge, die kann ich dann in der Höhe einstellen. Richtig schön, klasse zu handeln. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mit dem Kopf davor bin. So, der ist drin. Und jetzt muss ich versuchen, den anderen da auch reinzukriegen, ohne gegen die Kamera zu kommen. Ne? So arbeite ich ja nicht gerne, aber okay. Das Schöne ist, wenn ihr das so ansetzt, dann können euch diese Neopren-Einnietmuttern nicht nach innen drin durchfliegen. Wenn ihr versucht, die so reinzudrücken in den Kunststoff, dann kann es euch passieren, dass sie nach innen drin durchfliegen. Und das ist dann doof. Weil dann müsst ihr sie wieder rausfummeln. So, drücken und drehen. Per Hand. Weil das ist schon richtig fest. Auch richtig fest. So. Das ist jetzt schon richtig fest, und zwar im Inlay. Dadurch, weil er jetzt da oben drauf ist, nehme ich mal mein Werkzeug, sieht hier aus, ein 7 mm Bohrer. Ich glaube, dass 7 mm hier wunderbar, 6,5er, 5 mm mehr Spiel. Wo habe ich den Akkumulator hingeschmissen? Da. So. Zwei Bohrungen müsst ihr ganz langsam machen. Das sind die Bohrungen in der Mitte. Die hier. Denn diese hier. Das erste Loch. Zweite. Dritte. Vierte. Wunderbar. Und hier in der Mitte sitzt dieser Lappen sozusagen von der oberen Stoßstange, also von dem lackierten Teil. Der sitzt hier hinter und der biegt gerne weg. Deswegen braucht ihr einen schönen scharfen Bohrer. So. Und jetzt muss ich dahinter in dieses Teil reinbohren. So, da ist es dann auch drin, das Loch, und zwar in diesen Mittelsteg. Oben geht es leichter, weil da wesentlich mehr Gegendruck ist, merkt man auch schon. Trotzdem vorsichtig. Alle anderen Bohrungen kann ich jetzt dahinter machen, wenn ich den Stoßfänger abnehme. Okay. Und dazu kommen wir dann auch noch, wenn ich ihn runter habe, den Stoßfänger. Dann kommt auch noch ein bisschen mehr. Ich habe hier zum Beispiel schon die Bohrungen drin für die Sensorik. Hier muss ich noch ein bisschen was anpassen
für die Nebelscheinwerfer, und zwar die LED-Nebelscheinwerfer. Da ist das Teil hier, nämlich das hier unten, dieses Dreieck, das ist im Weg. Auf der anderen Seite genauso, zeige ich euch gerne. Da haben wir hier die Bohrung und hier auch dieser Steg, der muss weg, weil sonst kommen wir nicht an die Verstellung dran. Ich nehme hier unten den jetzt wieder ab und den anderen nehme ich auch wieder ab, weil das erleichtert sozusagen das Demontieren der Stoßstange. Eins habe ich noch, dafür fahre ich euch noch mal hoch und zeige euch das, damit auch das beseitigt ist. Beziehungsweise die Frage dann auch beseitigt ist, denn wir hatten früher mal angedacht, man hier in diesem Halter, hier oben, sind zwei Schraublöcher drin. Und ihr seht das so schon, das gibt zu viele Toleranzen. Ja, also das machen wir nicht mehr, den Halter hierfür, für diese Serviceklappe, die ja hier vorne sitzt, die dort unterstützen soll, das machen wir nicht mehr. Ich zeige euch aber auch noch, wie ich die Serviceklappen sozusagen sichere, weil wenn die rausfallen, dann fallen sie euch meinetwegen ins Gelände und dann sind sie weg, das ist dann auch doof. Und ihr seht hier, dass hier im Grunde genommen nichts an Bodenfreiheit oder dergleichen weggenommen wird. Dann machen wir noch mal das Thema Frontkamera. Machen wir mal Thema Frontkamera, weil das ist auch so eine Geschichte. Dafür muss ich euch wieder runterlassen. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen. So. Warum ich noch nicht ganz nach oben stelle, erzähle ich euch später. Ja. Muss mich sehr vorsichtig sein. Da oben ist die Frontkamera. Und noch höher stellen tue ich momentan nämlich noch nicht. Das wird noch eine Überraschung. Interessant, ne? Wie gemein. Also hier haben wir die Frontkamera. Wofür ist eigentlich eine Frontkamera da? Man kann sie natürlich zum Parken benutzen, aber das ganze Bild aus einer Frontkamera hier ist doch ohnehin schon ein bisschen verzerrt. Dann sagen viele, du, dann sieht man aber den Frontbügel in der Kamera. Moment. Also, Frontbügel. Ja, also hier seht ihr jetzt immer noch die Kamera über dem Frontbügel. Der wird so befestigt hier. Ja, aber die Kamera guckt noch frei über den Frontbügel hinaus. Beim Originalen funktioniert das nicht. Der Originale steht so. Also richtig weit oben. Das kann man jetzt hier nicht sehen, weil ich die Kamera nicht weiter hochstellen kann. Ich packe mal den Bügel wieder weg, oder? Nein, doch, einmal kurz brauche ich ihn noch. Und das Ganze ja richtig erklären, ne? Ich mache das auch nochmal, wenn das alles fertig ist und dran ist. Also, wichtig ist, dass ihr hier durchschauen könnt. Also dieser Spalt zwischen dem Rohr und dem Stoßfänger. Ihr seht ja, wenn ihr durch eure eigene Frontkamera durchschaut, seht ihr ja auch die Kante vom Stoßfänger. Müsst ihr sehen, damit ihr wisst, wo Ende ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn ihr eine Anhöhe hochfahrt, sagen wir so 10, 12, 15 Grad, ich glaube, der Duster schafft auch 30, wenn nicht sogar noch mehr. Dann könnt ihr nur auf die Motorhaube schauen. Ihr wisst aber nicht, was hinter dem Hügel kommt, den ihr überfahrt. Und dafür könnt ihr durch die Frontkamera immer noch auf den Fußboden gucken. Das ist immer noch gewährleistet. Daran habe ich gedacht für euch. Okay? Und ansonsten, da gibt es eine gelbe Linie und eine grüne Linie. Und in dieser gelben und in dieser grünen Linie
Da verläuft dieses Rohr dann drin. Okay. Okay. Bis hierhin erstmal. Vielleicht kommt noch ein Schnitt oder ich nenne das Teil 1. Weiß ich noch nicht. In diesem Sinne erstmal. Bis denn dann.